Hi zusammen, heute geht es um diesen wunderschönen Aquarellkasten. Und zwar ist das eine Sonderedition von Gustavsson. Die gibt es exklusiv bei denen im Shop, gefüllt mit 12 Hoverdampffarben in halben Näpfchen. Dazu gibt es noch so ein schönes, natürlich sauberes Pinseltuch. Ich habe das schon ein bisschen verwendet, weil ich wickel diesen Kasten auch gerne mal darin ein, wenn ich den einfach nur im Rucksack oder so mitnehme. Und dann bleibt der Kasten schön geschützt. Und wie gesagt, ich nehme den gerne mit für unterwegs, weil in der Mitte ist auch sehr viel Platz für weiteres Material, was man so mitnehmen kann. Den Link zu diesem Produkt findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Also wenn euch das interessiert, schaut da gerne vorbei und dort findet ihr dann auch die Standardbestückung von diesem Kasten. Zudem gibt es noch ein Video von Gustavsson zu diesem Kasten. Das lasse ich euch hier oben in der Ecke mal anzeigen. Schaut da gerne rein, wenn euch das interessiert. Kleine Information. Den Pinsel, den gibt es momentan nicht dazu. Dafür ist der Kasten im Gegensatz zu früher so ein bisschen günstiger geworden. Aber diesen Pinsel, diesen 2-0er oder -2, wie er auch genannt wird, den könnt ihr auch einfach im Gustavsson Shop dazu kaufen. Und genau, nicht, dass ihr euch wundert, dass dort im Video auch der Pinsel mitgezeigt wird. Den gibt es noch, müsst ihr nur halt einzeln dazu kaufen, wenn ihr den haben möchtet. So, dann machen wir mal den Kasten auf. Ihr seht, man hat wirklich richtig schön viel Mischfläche und Platz für 24 halbe Näpfchen. Also man kann auch keine ganzen Näpfchen hier reintun, weil da so kleine Stege sind. Deswegen passen hier halbe Näpfchen rein. Hier in der Mitte seht ihr, ist sehr viel Platz. Ja, man sieht ja, was ich da alles so verstauen kann. So eine kleine Wassersprühflasche, ein Bleistift, ein Acrylmarker, einen kleinen Knetradierer oder ein Stück von einem Knetradierer und einen Reisepinsel. Also man könnte alternativ auch zwei, drei Reisepinsel da rein tun oder man könnte auch eine größere Sprühflasche da einfach rein tun. Dann geht der Kasten auch noch ganz normal zu. Den haben die Gustavsons auch im Shop, beziehungsweise die Knabes, ich sage immer die Gustavsons. Das kann ich euch auch unten verlinken. Auch den Bleistift werde ich euch alles unten verlinken. Und wenn ihr jetzt sagt, die 24 Farben reichen mir nicht, ich brauche noch drei Farben mehr, auch kein Problem. Es gibt so Leernäpfchen, wo ihr Tubenfarbe reintun könnt. Oder alternativ könnt ihr natürlich auch die Näpfchen, also die halben Näpfchen kaufen oder auch ganze Näpfchen. Da hinten könnt ihr einfach so ein Magnet dran tun. Gibt es auch im Shop. Und dann könnt ihr hier einfach in der Mitte weiter bestücken. Wenn ihr jetzt so macht, passen natürlich weniger rein. Könnt ihr das auch so drehen, dann passen mehr rein. Auch bestimmt, wenn man jetzt eine Reihe durchzieht, 24. Auch der Reisepinsel, das müsste Größe 6 sein, von Da Vinci. Der Casaneo, der passt da auch noch neben. Also kann man alles sehr gut individualisieren, nach seinen eigenen Wünschen weitergestalten. Nur der Magnet klebt bei mir nicht mehr ganz so gut, weil der so in der Schublade leider lag bei mir. Aber ihr könnt den ja zum Beispiel auch nochmal sicherheitshalber mit doppelseitigem Klebeband oder anderen Kleber festkleben, dann sitzt der auch bombenfest. Genau, das ist wie gesagt so meine Bestückung. Und ich würde vorschlagen, wir legen jetzt einfach mal los mit den Farben aufmalen und dann mischen wir noch ein bisschen und schauen, was der Kasten so auf dem Kasten hat, würde ich sagen. Also, lasst uns loslegen. So, ich habe da mal was vorbereitet, natürlich mit wasserfester Tinte wieder. Denn ich möchte ja die Farben da gleich aufmalen, dann wäre das schon schön, wenn dann nichts verwischt und ich alles noch gut erkennen kann. Und zwar sind das alles Schminke-Horadamm-Farben. Hier oben seht ihr halt immer den Farbnamen, dann darunter die Farbnummer. Dann dieses Viereck gibt an, ob die Farben lasierend oder deckend sind. Und darunter das Pigment oder die Pigmente, die in den jeweiligen Farbtonen enthalten sind. Und das Viereck, wenn das nur so eine Umrandung ist, gibt halt an, dass es ein lasierender Farbton ist. Wenn es so mit einem Strich durch ist, ist es halb lasierend. Mit so einem halb gefüllten Viereck heißt, dass es halb deckend ist und gefüllt heißt, dass es deckend ist. Das G gibt übrigens an,
dass es sich bei den jeweiligen Farbton, wo es hintersteht, um eine granulierende Farbe handelt. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich liebe Einpigmenttöne, weil man damit super brillant mischen kann. Und ich sage immer, dreckiger machen geht's immer. So nenne ich es halt immer. Denn je mehr Pigmente eine Mischung enthält, desto dreckiger wird sie. Und das ist nicht schlimm. Das kann man auch immer mal wieder gut gebrauchen, finde ich. Für so moody Atmosphären sieht das ganz cool aus. Und bei den super granulierenden Farben von Schminke, zum Beispiel Waldblau und Auenblau, da sind in der Regel immer mehrere Pigmente enthalten. Sehen dafür aber auch echt cool aus, muss ich sagen. Wichtig ist mir auf jeden Fall auch, dass die Palette nicht nur nützlich, sondern auch irgendwie inspirierend für mich ist, dass da Farben drin sind, die ich gerne mag oder auch einfach mal gerne ausprobieren möchte. Da ich Linkshänder bin, fange ich wieder auf der rechten Seite an, die Farbkarte auszufüllen und gehe dann langsam nach links rüber. Kann etwas verwirrend anfangs aussehen, aber ich denke, wir kommen damit alle zurecht. Und ich fange dann hier unten an mit dem Nebelschwarz. Das beinhaltet drei Pigmente, ist eine granulierende Farbe bzw. eine der super granulierenden Farben. Und man kann das echt super für Mischungen verwenden, auch gerade für Steine zum Beispiel, um denen ein bisschen Struktur zu geben oder Hauswände. Und auch monochromes Arbeiten macht damit sehr viel Spaß. Umbra Natur ist auch eine granulierende Farbe. Macht sich auch super, um zum Beispiel Sand zu malen, besonders in Mischungen, zum Beispiel auch mit dem Mangan Violett. Dann das Auenblau. Das ist zum Beispiel auch in meinem ganz kleinen Kasten drin fürs Draußenmalen, den ich jetzt neu bestückt habe, wo es vor einigen Wochen schon ein Video zu gab. Auch eine sehr schöne Farbe und sie separiert sich so ein bisschen in Blau und Grün. Preußischgrün, ein super schönes Türkis, wie ich finde. Dann haben wir noch Gletschergrün. Auch irgendwie so ein schönes Grau-Blau-Grün. Und ihr seht, da setzt sich so ein Grau ab. Grau-Violett. Sieht sehr, sehr schön aus. Und das Cadmium-Orange-Hell. Und schon allein diese Reihe mit dem Orange und dem Türkisgrün, das finde ich schon sehr, sehr nice. Jetzt kommt das Payne's Grau bläulich, wirklich eine meiner Lieblingsfarben, weil die super praktisch ist, um zum Beispiel auch dunklere Mischungen mal zu machen. Aber auch alleine wirkt die einfach super schön. Genauso wie das Perylengrün. Ein sehr schönes, dunkles, deckendes Grün. Das Waldblau. Auch so eine Art entsättigtes Türkis, nenne ich es einfach mal. Auch eine sehr schöne, granulierende Farbe. Der Cyelin-Blauton. Das ist sozusagen mein kaltes Blau. Ich achte ja immer darauf, auch bei diesen
Kasten ungefähr, dass ich von Gelb, Rot und Blau, also von den Grundfarben, jeweils eine warme und eine kalte Version habe, um besonders viel mischen zu können. Und das hier ist, wie gesagt, mein kalter Blauton. Galaxy Rosa. Und zum Beispiel Galaxy Rosa mit Gletschergrün finde ich auch super schön in der Kombination. Oder das Galaxy Rosa mit dem Preußischgrün sieht auch sehr, sehr schön aus. Und allgemein mag ich es ja, wie ihr wisst, super gerne, also die Farben mal aufzumalen, so nebeneinander zu sehen, denn dann bekommt man immer mal wieder neue Ideen zu Farbkombinationen. Das oder der Chinacridon Goldton. Das ist, wenn man es sehr gesättigt aufträgt, schon eher so ein Braunton. Und wenn man diesen Ton mit relativ viel Wasser benutzt, kommt da halt so ein schönes, warmes Gelb bei raus. Trage ich es hier nochmal ein bisschen gesättigter auf. Heißt also, viel Pigment, wenig Wasser und ihr seht schon, was für ein krasser Unterschied das ist innerhalb von einem Farbton. Geht es weiter zur Neutraltinte. Auch ein super schöner dunkler Ton, der Richtung Violett geht. Und damit kann man zum Beispiel auch super toll Grüntöne entsättigen. Machen wir weiter mit Waldbraun. Auch das ist ein sehr schöner, ein bisschen neutralerer Grünton, sage ich mal, als zum Beispiel das Permanentgrün, weil es ja, schön natürlich wirkt. Dann passiert da drin so eine Farbseparierung zwischen Grün und Braun, also auch sehr schön, um den draußen in der Natur zu benutzen. Kobaltgrün Türkis. Finde ich auch sehr, sehr schön, diese Farbe. Auch eine granulierende Farbe. Das französische Ultramarin. Das ist die granulierende Variante und Ultramarin Feins ist die nicht granulierende Variante. Und ihr seht, es hat das gleiche Pigment, aber einmal granulierend und einmal nicht granulierend. Und ich finde, die sehen auch ein bisschen unterschiedlich aus. Ich finde, das französische Ultramarin wirkt fast noch ein bisschen wärmer. Und somit ist das halt auch, oder die beiden Farbtöne, also das Ultramarin Feins und das französische Ultramarin, meine warmen oder meine warmen Blautöne. Das französische Ultramarin ist halt cool zum Mischen, weil es granuliert und sich dann die blauen Pigmente absetzen. Genauso wie das Mangan Violett zum Beispiel. Ist auch sehr schön in Mischung. Wie anfangs erwähnt, besonders auch mit Umbra Natur zum Beispiel, um Stränden so eine schöne Struktur zu verleihen. Das rein Gelb ist sozusagen mein Kühler. Also ist ja eigentlich sehr neutral, das Gelb, aber es ist sozusagen mein kühlerer Gelbton in meinem Kasten. Nun kommt Sienna gebrannt. Allgemein ist es, wenn man so ein bisschen mehr Fläche hat und viel Natur und so malt, immer ganz gut, vielleicht ein zwei Brauntöne schon mal vorgemischt zu haben, sozusagen im Näpfchen, sodass man von da aus dann weiter mischen kann. Natürlich kann man sich Brauntöne auch immer recht leicht mit zum Beispiel Rot und Grün ermischen. Nun kommen wir zum Permanentgrün, was wirklich schon sehr, sehr knallig ist. Und natürlich bräuchte man auch kein Grün oder kein Violett.
Hier haben wir jetzt eins, was granuliert, aber das Permanentgrün granuliert ja nicht. Allerdings, wie gesagt, wenn man jetzt von den Grünen aus weitergehen möchte, ist es halt schneller gemischt, als wenn man sich erst ein Grün mischt und dann weitermacht. Aber es ist natürlich auch möglich, sich viele, viele Grüntöne so zu ermischen. Das habe ich in dem Video mit den kleinen Kasten zum Beispiel auch gezeigt. Da habe ich zum Beispiel gar kein Grün im Kasten enthalten. Das Kobalt Türkis, auch eine sehr schöne, knallige, granulierende Farbe und eignet sich auch schön zum Mischen. Allgemein eignen sich knallige Farben relativ oder oft relativ gut auch zum Mischen, denn sie sind knallig und man kann sie auch relativ leicht zum Beispiel entsättigen und dann als entsättigte Variante verwenden. Und denkt dran, entsättigen könnt ihr immer, indem ihr mit der Komplementärfarbe arbeitet und die dazu mischt. Und so könnt ihr die Farbe dann relativ einfach entsättigen. Jetzt kommen wir zum Ultramarinen Feinst. Und ihr seht schon, es sieht ein kleines bisschen anders aus. Denn das Rubinrot. Das ist mein kühles Rot sozusagen. Und besonders in diesem Kasten ist, dass ich gar kein warmes Rot dabei habe, weil ich relativ viele Farben schon so, ich sag mal, vorgemischt habe. Auch Brauntöne. Und ich benutze Rot sonst sowieso sehr, 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 sehr selten. Also habe ich mir dafür lieber eine andere Farbe ausgesucht, die ich dann im Kasten mit aufnehmen möchte. Das Titan-Deckweiß nutze ich eigentlich kaum zum Mischen. Eher für weiße Highlights zum Beispiel. Oder wenn ich wirklich mal, ich sag mal, ein Pink brauche, was deckend ist, dann kann ich zum Beispiel das Titan-Deckweiß mit dem Rubinrot mischen und habe dann eine deckende oder ein deckendes Rosa eher. Und ihr seht schon, es ist halt eine deckende Farbe, weil die Schrift sehr schön überdeckt wird. Ja, und das sind die Farben, die im Kasten enthalten sind. Ich finde das schon eine sehr schöne Mischung. Und ich würde sagen, jetzt mischen wir noch ein wenig damit auf einem extra Papier und schauen uns das Ganze mal an und vielleicht gefällt euch auch die ein oder andere Farbe, die ihr jetzt dann in euren Kasten mit aufnehmen wollt. Dann viel Spaß damit und ich habe jetzt Spaß mit dem Mischen und wir schauen, ob wir vielleicht oder ob ich vielleicht auch mal eine andere Mischung nochmal herausfinde. Das kann man nämlich immer ganz gut machen, indem man einfach random irgendwelche Farben ohne zu überlegen zusammenmischt und so habe ich auch schon mal die ein oder andere tolle Mischung für mich herausgefunden. Also, los geht's. Nun fangen wir mit dem Mischen an. Und zwar verwende ich hier übrigens dieses Hahnemühle Harmony Papier dafür in Cold Pressed. Dann nehmen wir einfach mal Umbra Natur. Und mischen das mit dem Auenblau. Da bekommt man auch so ein bisschen, ich sag mal, noch olivigeres Grün heraus. Und da werden sich gleich auch noch die Farben separieren mit Blau und Grün. Bin sehr gespannt. Dann nehmen wir einfach mal Sienna gebrannt mit Kobalt Türkis. Auch hier eine sehr schöne Farbe hier in der Mitte. Also sehr gute Möglichkeit, um das Kobalttürkis so ein bisschen mehr ins Grünliche oder Entsättigte zu bringen für so schönes Meerwasser oder sowas. Rubinrot
Dann nehme ich mal das französische Ultramarin dazu. Hier seht ihr, da kommt ein sehr schönes, brillantes Violett bei raus. Und es werden sich gleich noch blaue Pigmente in dieser Mischung absetzen, weil ich ja das französische Ultramarin genommen habe, also das, was granuliert. Nehmen wir permanent grün zusammen mit der Neutraltinte. Und hier passiert das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man mit Neutraltinte super schnell und gut ein knalliges Grün zum Beispiel auch entsättigen kann. Aber Neutraltinte hat noch eine andere schicke Mischung. Nämlich wenn ich Neutraltinte mit Rubinrot mische, kommt auch etwas Ähnliches bei raus wie Perilin Violett. Also ich finde das auch ein sehr schönes Violett, was dabei herauskommt und total anders als das mit dem Ultramarin natürlich. Auch eine sehr schöne Farbe. Der Chinacridon Goldton, damit kann man zum Beispiel auch ganz tolle Grüntöne ermischen. Wenn man da jetzt das Ultramarin Feins oder das französische Ultramarin nimmt, je nachdem, was für eine Wirkung man eben auch erzielen möchte. Und damit kann man super schöne, natürliche Grüntöne ermischen. Kobaltgrün-Türkis nehme ich jetzt mal Rheingelb dazu. Und ihr seht schon, habe ich noch eine Möglichkeit, mir ein schönes, auch knalliges Grün zu ermischen. Und die Farbe wird gleich auch noch granulieren, also das Kobaltgrün-Türkis. Dann ist es natürlich auch immer wichtig, finde ich, dass man sich so neutrale Töne zusammenstellen kann. Dafür eignet sich zum Beispiel das Perilin-Grün zusammen mit der Neutraltinte. Und ihr seht, hier in der Mitte hat man dann schönes Grau oder wenn man es jetzt pigmentierter verwendet, ein schönes Schwarz. Ebenso ist oftmals eine gute Mischung, um sich so eine Art Grau zu ermischen, in Ultramarin mit Sienna gebrannt. Oder auch Lasur-Sienna, damit geht das auch wunderbar. Und je nachdem, wie viel Blau oder Braun man reinmischt, ist das Grau halt eher blau oder geht mehr ins Bräunliche. Nehmen wir mal das Nebelschwarz und mischen das einfach mal mit dem Cadmium Orange Hell. Und damit bekomme ich dann einen Braunton, wo dann später auch noch was schön drin passiert und granuliert. Und dazu mische ich jetzt einfach nochmal das Kobalt-Türkis hier am Rand. Und ihr seht, wie sich das hier schön reinzieht. Und ich finde solche Übungen auch immer sehr gut, um seine Farben einfach kennenzulernen, zu schauen, was ist damit möglich. Einfach mal random irgendwelche Farben zusammenmischen. Man lernt seine Farben kennen, man lernt seinen Farbkasten kennen, wie die Farben da drin angeordnet sind. Und hat es dann auch, wenn es dann ans richtige Malen oder Plein Air Malen geht, ein bisschen einfacher, da man genau weiß, wo welche Farbe ist. So, dann nehmen wir mal das Gletschergrün.
und mischen da einfach mal das Manganviolett zu. Dann bekommt man so ein schönes Blau, Grau, Violett, welches dann natürlich auch noch mehr granuliert. Das Galaxy Rosa. Mische ich jetzt einfach auch mal mit dem Bienenrot, um das noch mal ein bisschen kräftiger zu machen. Noch dabei entsteht eine sehr schöne Farbe. Und bei den granulierenden Farben ist es natürlich immer super interessant, wie es dann getrocknet aussieht. Ich nehme auch noch mal das Galaxy Rosa und mische dazu jetzt einfach mal das französische Ultramarin, das was granuliert. Dann haben wir schon mal so ein entsättigtes Violett, was auch mehr so in Richtung Blau geht. Machen wir mal die Umbra Naturmischung, was ich vorhin erwähnt hatte, zusammen mit dem Mangan Violett. Und ihr seht, dadurch entsättigt sich das dann so ein bisschen, da man sagen könnte, dass Umbra Natur so ein bisschen Richtung Gelb geht. Und Gelb und Violett sind eben Komplementärkontraste. Und damit kann man die jeweilige Farbe dann so ein wenig entsättigen. Wenn man das natürlich so ein bisschen aufhält, kommt hier gleich auch so eine schöne Struktur zum Vorschein. Nehmen wir nochmal das Nebelschwarz und mischen das jetzt einfach mal mit dem Cyulinblau oder Cyulinblauton, so muss man es ja sagen. Ist ja eine Nachstellung von dieser Farbe. Deswegen steht bei manchen Farben auch, also wie auch bei den Chinakrit und Goldton, das ist dann eine Nachstellung von diesem Pigment. Und das gleiche gilt für den Cyulin-Blauton, das ist auch eine Nachstellung. Sonst würde es halt heißen Cyulin-Blau. Als kurze Erklärung dazu. Nehmen wir doch nochmal Payne's Grau bläulich. Mit dem Permanent in Grün. Dann erhalte ich auch so ein schönes, aber sattes, dunkles Grün. Wenn ich jetzt nochmal Rubinrot nehme, zusammen mit dem Kobalt-Türkis, und das ist auch eine sehr schöne, interessante Farbe. Irgendwie. Ein schönes, eher ins Pinke reingehende Violett. Und wie gesagt, das granuliert gleich hier auch noch ein bisschen. Nehmen wir nochmal das preußische Grün. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Und da mische ich jetzt auch das Sienna mal rein. Und hier seht ihr schon, das ergibt eine richtig coole Mischung. Ein richtig schönes Grün in der Mitte. Und auch sehr schön, denke ich, für Wasser. Diese Farbe oder diese Mischung. Nochmal preußisch Grün und diesmal nehme ich mal auch nochmal
Rubinrot. Und ihr seht auch, damit kann ich ein sehr schönes Violett ermischen. Und dann nehme ich unten mal Gelb. Und ein sehr schönes Grün zusammen mit Reingelb. Ein Orange, ein schönes kann ich mir nicht so schön ermischen. Aber ich habe ja eins im Kasten. Und das kann ich mir zum Beispiel auch auffällen, indem ich jetzt ein bisschen Gelb dazu tue. Und wenn ich jetzt ein bisschen Rubinrot dazu tue, dass es ein bisschen dunkler ist. Und wenn ich Rubinrot mit dem Orange-Gelb so ein bisschen mische, dann habe ich auch eine Art, ja, warmen Rotton. Also hier sieht man das ja, dass der dann halt wie ein warmes Rot aussieht. Die Mischungen sind jetzt fast getrocknet und ich möchte ein paar davon euch jetzt mal von Namen zeigen. Seht ihr, wie schön das granuliert ist? Besonders hier oben mit dem Kobaltgrün-Türkis, mit dem französischen Ultramarin, Nebelschwarz. Und das sind ja wirklich nur ganz wenige Mischungen von sehr, 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 sehr vielen, die mit diesem Kasten jetzt möglich sind. Und ich freue mich jetzt darauf, damit kreativ zu werden, damit nach draußen zu gehen, aber auch drinnen natürlich etwas zu malen. Und wie gesagt, wenn euch der Kasten interessiert, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Und wir sind nun auch am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ihr seid super. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da als kostenlose Unterstützung für mich. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin natürlich kreativ. Bis dann!